Herr Gabriel, wir haben es gerade gehört, in dem Stück in der Ostukraine wird jetzt wieder mit schweren Waffen in Wohngebieten geschossen. Haben Sie über die Ukraine gesprochen? Wissen Ihre Gesprächspartner in Washington überhaupt, was der Minsk-Prozess ist? Und haben Sie die Hoffnung, dass man da vielleicht sogar gemeinsam zu einem Lösungsansatz kommen könnte? Ich werde gleich darauf antworten. Darf ich eine Vorbemerkung machen, die mir wichtig ist? Der Beitrag ist so eingeleitet worden mit der Bemerkung, Angst und Schrecken würde ausgelöst durch den amerikanischen Präsidenten. Ich zum Beispiel habe überhaupt keine Angst und ich finde, wir Europäer sollten auch keine haben, sondern wir haben richtig was anzubieten. Wir müssen allerdings aufpassen, dass, da hat der Beitrag, finde ich, völlig recht, dass uns unsere inneren Konflikte nicht auseinandertreiben. Ja. Aber wenn wir beieinander bleiben, wenn wir in Europa investieren, dann sind wir selbst eine Figur, die handeln kann. Aber, und wir werden nicht auf dem Schachbrett hin und her geführt. Aber dann bleiben wir direkt da. Dann bleiben wir kurz dann da, Herr Gabriel. Martin Schulz hat aber schon gesagt, wenn Sie sagen, wir müssen selbstbewusst sein, er hat gesagt, Trump ist hochgradig demokratiegefährdend. Und auf die Frage, wie denn jetzt Europa zusammenbleiben kann, da hatten Sie gesagt, wir dürfen jetzt nicht über den Streit über Haushaltsdisziplin so führen, wie es ist. Das sei reine Zeitverschwendung. Was meinen Sie damit? Na, ich gehe erstmal davon aus, dass was immer in den Vereinigten Staaten passiert, und wir sollten natürlich alles dafür tun, dass wir die Bindungen dorthin stärken, wir auch unsere eigene Aufgabe haben. Und die bedeutet, Europa darf nicht wie bisher in Nord und Süd und Ost und West immer weiter gespalten werden. Da ist das eine Thema, wie gehen wir mit Finanzen um und Wachstum. Es macht doch keinen Sinn, den Franzosen sozusagen keinen Millimeter Spielraum zu geben, obwohl sie große Verteidigungslasten in Mali übernehmen für ganz Europa. Oder mit Italien über 0,2% des Haushaltsdefizites bis aufs Mark zu streiten. Sondern dass wir denen, die Reformen durchführen, Italien gehört dazu, Frankreich auch, Portugal auch, dass wir denen auch Zeit geben, ihre Defizite abzubauen und dass wir in Europa in Wachstum und Beschäftigung investieren, damit die Menschen sehen, dass sie was von Europa haben. Und das Zweite ist, Europa muss aufhören, sich um, sagen wir mal, Mikromanagement zu kümmern. Oftmals kümmert sich die Europäische Kommission um alles Mögliche, aber zum Beispiel nicht um das, was die Menschen für absolut erforderlich halten, nämlich eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Mhm. Europa muss als Kontinent agieren lernen. Dann, finde ich, haben wir eine eigene Stellung und brauchen nicht Sorge haben vor anderen. Herr Gabriel, dann kommen wir jetzt zur Ukraine. Wir hatten gerade gesagt, da wird mit schweren Waffen in Wohngebieten geschossen. Haben Sie mit Ihren amerikanischen Gesprächspartnern darüber gesprochen? Verstehen die den Minsk-Prozess und stehen Sie zu dem? Zuallererst habe ich letzte Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Berlin geredet und natürlich auch mit den Gesprächspartnern in Washington, die übrigens alle zugestimmt haben, dass es bei dem diplomatischen Format Frankreich, Deutschland, Ukraine, Russland in enger Abstimmung mit den Amerikanern bleiben soll, das Normandie-Format. Mhm. Aber wir haben große Sorgen, wir haben noch nie so viele Brüche des Waffenstillstandes gehabt. Und was wir sehen, ist, dass man die Schuld dafür auch nicht einer Seite einseitig geben kann. Beide Seiten tragen Verantwortung. Und das hat sicher damit zu tun, dass sowohl die Separatisten als auch Teile der Ukraine unsicher darüber sind, wie sich die Vereinigten Staaten weiterentwickeln. Umso wichtiger ist es, dass Europa hier seine sozusagen Rolle stark wieder einnimmt. Kommen wir aber dann zu Russland und der amerikanischen Position zu Russland. Ich sage jetzt mal, die Töne bislang von Präsident Trump waren ja mehr in Richtung, ich sage jetzt mal, Annäherung. Jetzt hatten wir im Bericht gehört, ist die UN-Botschafterin sehr scharf gewesen. Ist da eine Umkehr abzusehen oder sehen Sie da einfach Chaos, wieder unterschiedliche Signale? Ich glaube, dass jedenfalls in der amerikanischen Administration noch nach einer Russland-Strategie gesucht wird. Für uns als Deutsche und Europäer ist doch klar, auf der einen Seite können wir nicht dulden, dass ein Land Grenzen in Europa verschiebt, wie das Russland zum ersten Mal übrigens seit der Schlussakte von Helsinki 1975 getan hat. Und zweitens, wir können nur gemeinsame Sicherheit. Das sehen auch die Amerikaner so. Das sehen auch die Amerikaner so. Und zweitens, gleichzeitig ist Russland unser unmittelbarer Nachbar. Sicherheit in Europa können wir nur gemeinsam mit Russland erreichen. Deswegen wollen wir und suchen wir natürlich auch das Gespräch mit der russischen Regierung. Und ich meine, wir alle sollten hoffen, dass es zu Verabredungen zwischen der Ukraine, zwischen Russland und den USA gibt, bloß nicht zu Lasten der Ukraine oder zu Lasten Europas. Aber wenn es zu einer Entspannung kommt zwischen diesen beiden Weltmächten,
dann ist das gut für die Entwicklung in Syrien, für die Entwicklung in der Ukraine, für Abrüstungen in Europa. Aber es darf eben nicht zu Lasten anderer gehen. Und jetzt komme ich wieder ein bisschen zum Ceterum censeo. Das wiederum hängt davon ab, dass Europa seine eigene Rolle findet. Mhm. Mehr denn je müssen wir merken, wie wichtig es ist, dass wir zueinander stehen und uns nicht auseinandertreiben lassen. Das war ein deutliches Schlusswort. Herzlichen Dank, Sigmar Gabriel. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.